Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Far Cry 5. Okay, Big John, komm her zu mir. Ich hab so eine überlebensgroße Zahnbürste zu Hause. Keine Motivation vor dem Einsatz. Dann hab ich auch noch so eine lustige Brille, die würde ihm bestimmt stehen. Und der Junior ist auch am Start. Das ist jetzt einmal unser Team. Wird ja nicht schlecht, ist beim Abballern. Wobei, ich habe jetzt einen Raketenwerfer mit, ich könnte ja ihn austauschen. Weil ich brauche noch 6 Kills mit dem Raketenwerfer. Und somit könnte ich ihn austauschen gegen... Ja, ich weiß nicht, wie die Mission ist. Brauchen wir er oder er sie? Ja, wir nehmen sie mit und er ist kurz auf Pause. Sie hat man noch nicht so viel gebraucht mit dem Raketenwerfer. Den werden wir dann auch austauschen. Gut, so. Ich brauche deine Hilfe. Home tun wir die ja noch gar nicht, oder? Die kommt ja da erst, wenn wir es fertig haben. Die Meisterjägerin. Ja, auf die bin ich schon neugierig, wie sie das tut. Danke, dass du mich rausgeholt hast. So. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Der Dutch. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Der Typ hat eine Menge Unschuldige in der Gegend abgeschlachtet. Damit darf er nicht durchkommen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Mir nach. Ganz eine Horte, hä? Jetzt wissen wir, wo ein paar unserer Vermissten abgeblieben sind. Verdammt. So. Wohin? Ruhig Blut, Big John. Okay, was ist? Was machen wir jetzt da? Bleiben wir aus der Schusslinie, Bär. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige, bei lebendigem Leib verbrannt. Ja, wir werden uns das schon holen. Das ist die Gang, damit die Witch meine. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie... Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie... Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr. Was keiner glauben wollte. Aha. What? Ich suche mir einen besseren. Auf geht's! Was tun jetzt da? Wo ist wer? Ich sehe hier noch nicht einmal wem. Komm her, Big John. Wo sind meine Verbündeten? Ja, ja. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen.
Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der, der die Reinigung leitet. Okay. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Ja, wenn da Feinde sind, muss ich für ihn rennen. Hätten wir da nicht unten können, wir rennen keiner, müssen wir da rum. Haben wir da rum? Was jetzt da? Ich erreiche den Aussichtspunkt mit Jess. Welchen Aussichtspunkt? Wo ist er denn? Schauen wir mal auf der Karte. Ah, da ist er. Tut mir leid, aber du startest gleich mal Vollgas hin. Alter! Der Big John! Der Big John geht immer drauf, ja. Ein bisschen zu brutal, glaube ich, einiger mal. Wer hat die anderen auf den Berg gebracht? Willst du wissen, warum sie ihn denn kochen? Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Moment. Einen brauche ich noch mehr. So. Habe ich noch einen Schuss? So, Scheiße. Also haben die Eltern sie gezwungen. Wo bist du? Also hat er die Eltern ein Fell in der prallen Sonne aufgehängt. Und? Seltsame Zeiten, seltsame Gefährten, nicht wahr? Ich glaube, ich habe was gehört. Komm schon, da oben war noch wer. Wo bin ich denn gesehen? Mir ist kalt. Ah, da. Danke. Ich glaube, einen habe ich nicht erwischt, ne, oder? Eli riskiert nicht für jeden seinen Hals. Du musst etwas Besonderes sein.
Koch hatte also Eltern an Pfähle gebunden und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Was wollten sie? Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann. Das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Jetzt rennen wir da auf, damit wir dann dort oben rutschen können, oder was? Naja, gut. Komm mal bitte, kommt vor da. Also lachte er und zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von Brutzen. Endlich zu schreien aufhören. Sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch. Wir uns das mal an. Wo geht's hin? Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Just. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt. Verdammt, er verbrennt sie. Also kocht er sie mit dem Feuer. Gebitte, Herrst. Vollgas. Die Geschichte hat's. Oh, noch einmal, das passt. Das Bärli, Bärli. Big John, wohin der Arsch? Ist der schon tot? Da war er, das war er, hä? Jetzt haben wir's, ne? Vollgas reingestürmt. Granaten hingreifen können. Vergiss ich immer. Und so von Haufen. Das war's also. Gut. Ich fühle mich besser. Ash hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden. Und jetzt? Ich weiß nicht was. Was soll ich denn jetzt tun? Ash hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid.
Und danke für alles, was du getan hast. Bitteschön. Oh, Stufenaufstieg. Du hast es geschafft, ein Weilchen zu entkommen. Aber ich könnte ihn schon töten. Doch dir bleibt schon noch Zeit für deine kleinen Spielchen. Ich gebe dir Bescheid, wenn es Zeit ist, nach Hause zu kommen. Oh. Na super, und sie erwischen mich schon wieder. Ja. Oder sage ich schon mal, also nein, es ist erst 16 Minuten, na gut. Super, oder? Muss ich jetzt schon einen Endgegner angehen, obwohl es noch gar nicht will. Typisch, oder? Man kann es einfach nicht selber entscheiden. Ach Gott, naja. So, jetzt bin ich wieder da. Sehr schön. Und ich bin jetzt so weit, dass ich Jacob. Hast du, glaube ich, Jacob oder was? Du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Der hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Na super. Ach Gott, wieder einmal. Schauen wir mal, wie oft wir das machen müssen. Scheiße, ich hab keine Waffen. Wieso habe ich keine Waffen mehr? Ach Gott, die Zeit. Jetzt viel Munition ausgekaut. Fuck it. Achte auf deine Zeit. Die Uhr tickt. Ja, was? Dass sie tickt. Tick-Tack, ich weiß. Ich werde es eh nicht schaffen. Boden! Nein! Anders. Ja. Die Herde aus.
Wo ist denn da wer? Der steht nicht da, wo er normal steht. Shit. Ich erwische ihn nicht! Da rechts muss ich hin. Na, no, wieder vom Anfang an. Das nervt so. Geh her! Nicht übel. Drei für einen Schuss. Aber die Zeit nicht gekriegt, oder? Du Scheißwaffen, verdammte! Du bist ein Krieger. Super. Und? Haben wir es geschafft? Die letzten paar Sekunden, oder nicht? Oder hätte ich ihn nicht umbringen dürfen? Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich.
super. Du hast ihn umgebracht. Warte. Du verdammtes Stück Scheiße. Ja, voller Drogen oder was ich war, ne? Witty. Ich hab dir vertraut. Warte. Witty, das war Jacob. Nein. Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie, Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Die ersten paar Mal war es eine gesichtslose Puppe. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und wenn sie es eh wissen, warum habt ihr mich nicht aufgehalten? Dass ich ihn jetzt erschossen habe. Super. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe. Oh Gott, helfe mir. Töte dich selbst. Super. Eieieiei. Na gut, das war's für diese Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch vorbei bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, ich bin raus. Ups. Was da ist? Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst reich geworden. Aber du bist ein Soldat. Was ist jetzt? Was zerstören? Ach Gott. Komm, geht schon. Komm, ein bisschen schneller. Feinerlich, mein Eli. Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine White-Tails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Na komm. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Scheiße. So viel Munition habe ich ja gar nicht. Was ich da jetzt brauche. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben für die Chance. Und das mit Feind. Wo sind die alle? Da! Die verdammten Wölfe gehen mir ein bisschen am Arsch. Nochmal. Und deine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Da fallen alle Seiten. Das ist ja unpackbar. Gott, da gehen wir am Arsch da. Bald keine Munition mehr.
Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Nein. Du wirst vom Unglück verfallen. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen? Brächtest du dich um? Das wäre für alle besser. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Das ist geschafft, oder was? Jetzt warten wir aber noch einmal, was jetzt noch kommt, bevor ich wieder mich verabschiede. Was ist jetzt? Alter! Was haben wir da? Munition. Meine Munition! Achso, töte Jacob Seed. Ja, jetzt machen wir das. Na gut, egal. Dann habe ich mich vorher schon zu früh verabschiedet. Was haben wir denn für Waffen? Was haben wir denn die jetzt da? Egal. Da ist meine Waffe. Munition ist weg, oder was? Hoppala! Naja, viel Munition aber nicht. Genau da haben sie geschossen, wie wir Munition haben. Da muss ich den nehmen, was süß. Und habe ich meine Kompagnone, kann ich den nicht aussuchen jetzt? Ja klar, Hilfe kann ich, auf Hilfe kann ich jetzt verzichten. Ne? So. Schießen die genau auf die Munition. Das nervt. Ich muss den Weg gehen, den sie mir unbedingt. So, schauen wir mal. Jetzt versteckt er sich hinten, vielleicht ist so. Nein, ich komme auf. Oh,
ob ich genug Munition habe, das ist die Frage. Na, weil ich mich auf den fokussiert habe, hat mich der da oben angeschossen, das Arschloch. Ja, der leuchtet den da oben. Ich wollte den weg haben, den Trottel, aber mit der Tete streut so, das ist ein Scheiß. Aber vielleicht habe ich jetzt. Nein, weil meine Waffen habe ich nicht. Naja, lassen wir uns überraschen, welche Waffen ich jetzt habe. Alter, ich schieße ihm ins Gesicht und das macht ihm nichts. Okay. Was ist denn da los? Und spawnen da vor mir? Vorher ist keiner da und materialisieren sie da? Kommen die von der Enterprise runter oder was?
Und dann sie da dematerialisieren? Oder was ist da? Was ist das für ein Scheiß schon wieder? Da kommt der Wolf. Ist er schon da. So, bist du jetzt erledigt, oder? Du musst das ruhiger machen. Alter! Was ist da los? Warum drehen wir den Arsch nicht? Sind die gespawnt da? Da kommen wir nicht auf, wir müssen da auf. Geh Scheiße, jetzt muss ich wieder nach! Weg da, du Arsch! Immer noch nicht hin. Aber also jetzt ist hin, oder? So. Spawnen immer. Ich habe keine Chance.
Nein, falsche Waffen und... Mit der scheiß Töle da. Naja. Dass ich den Wolf keiner in die Goschen hauen kann. Nahkampf. Oder mit irgendeinem Pfeil. Oh, wieder da. So, wo ist jetzt der Wolf? Da kommt ja wieder einer. So, jetzt, der ist uns gespawnt. Ja, wo ist der Wolf? Wir haben uns ein bisschen geflogen jetzt. Vorhin Jello geschossen und er lebt immer noch. Drecksau. Und der da oben, der macht ein bisschen am Arsch. So. Kommen wir her?
schießt da auf mich oder was? Was ist da? Alter Fuchs. Warum triff ich den Kopf nicht? Jetzt, wo ich stabilisiere, geht er in Deckung, der Drecksau. So, jetzt muss er weg sein. So. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen weiter als der. Jetzt brauche ich nur noch irgendwo eine Deckung. Und vor rein! Was ist jetzt? Sag bloß, ich hab ihn getroffen. Also er ist hin. Sehr gut. Ich weiß nicht, wer mit Gott spricht. So ein Drecksau. Er hatte recht. Ich wollte ihn eigentlich noch lenken, dass er es vorrücken kann. Vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen. Erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich, wie bestellt, und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest... Sehr schön. Das Gewehr kriege ich von ihm. Ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... Naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt... Na klar, jetzt hat sie es auch da, ne? Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich.
Wo? Na, da oben. Ja. Aber zuerst kriegt er noch was in die Fresse. So, da. So. Granat. Drecksauter. So. Drecksauter hat mich nur geärgert. Alles okay mit dir? Hier ist Alter, ich will dich streicheln. Big John, komm her. Jo, brava. Ich hätte euch brauchen können. Naja. Er huckt immer noch da. Drecksade. Da herum war er und. Naja. Gut. Dann. Bunker eine. Was? Ich kann immer mehr in den Bunker rein? Shit. Egal. Wo ist das Geschäft? Wo ist der? Verkäufer. Achso, ja, da kann ich nicht rein. Da kann ich nicht hinein. Okay, egal. Wir bestellen uns einen Helikopter. Achso, wie kann ich von da Munition kaufen? Bewährt, den nehmen wir. Gut, aber das war's für diese Folge. Aber jetzt wirklich. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Da werden wir zum Bunker gehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich bin raus. Alter, was ist jetzt wieder? Gut, die Grace hat es erledigt. Der Big John wollte es gerade, aber die Big, oder Big Grace, der Big John wollte es gerade und die Grace hat es erledigt. Gut, das war's aber jetzt da. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüss, ich bin raus, bevor noch was los ist da. Kommt's noch alle. Es wird's alle.